Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute ist ein sehr sonniger Tag. Ich fahre jetzt nach Lübeck und zwar hier mit dem Ioniq. Und zwar mit dem Ioniq und meinem Model S, denn wir fahren quasi ins Kosmetikstudio für meinen Tesla. Der wird bei der Jus GmbH, dem Kollisionsspezialist bei Michael Scharnberg, wird er ein bisschen aufgepimpt. Und zwar werden so ein paar Lackmacken beseitigt und er bekommt eine Keramikversiegelung. Da habt ihr vielleicht das Video gesehen, was der Michael Scharnberg bei mir gedreht hat, wo er den Wagen angeschaut hat. Und jetzt ist es soweit. Ich habe heute einen Termin und wir bringen den Wagen hin. Und natürlich muss ich auch wieder zurückkommen. Und deswegen nehmen wir hier den Ioniq. Den haben wir nämlich zurzeit zur Miete als Zweitwagen, weil ja, wie ihr vielleicht wisst, die Zoe von meiner Frau verkauft wurde. Und wir warten jetzt auf unseren neuen Zweitwagen. Das ist aber noch nicht so weit und so lange haben wir hier den Ioniq zur Miete. Und zwar ist das der mit dem kleinen Akku, der Pre-Facelift Ioniq. Der hat also den 28 Kilowattstunden Akku. Und nach Lübeck und zurück sind es rund 360 Kilometer. Das schaffen wir natürlich nicht in einer Tour. Die angezeigte Reichweite hier bei 100% sind gerade mal 200 Kilometer. Wir werden also im Prinzip zwischendurch mindestens ein bis zweimal laden müssen. Eigentlich schaffen wir es in einer Tour hin, das sind 174 Kilometer. Da wir aber Autobahn fahren und auch mal 130, 140, wird es vermutlich nicht reichen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall einmal laden und dann denke ich, werden wir es hinschaffen. Und witzigerweise sagt mir Better Route Planner, im Vergleich zu meinem Tesla Model S mit dem 75 Kilowattstunden Akku, die Strecke hin und zurück, mit dem müsste ich auch einmal laden und mit dem Ioniq hier müsste ich eigentlich zweimal laden. Insgesamt würde ich mit dem Ioniq hier 10 Minuten länger brauchen für die Tour und das, obwohl der Akku nur halb so groß ist, weniger als halb so groß. Ist schon sensationell. Also hier bei diesem Ioniq sieht man mal wieder, was eigentlich möglich wäre mit Elektroautos, wenn man die Autos auf Effizienz trimmt. Ja, ihr seid heute dabei. Ich nehme euch mit und dann fahren wir gleich los. Die Tour startet und deswegen bleibt dran. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ja, und wieder mal hat die SBB-Stromtankkarte hier die Ladung gestartet. Die Allzweckwaffe, wenn man irgendwie nicht weiter weiß, geht meistens. Hier bei McDonald's laden wir jetzt in Rade. So, wir stehen jetzt hier 14 Minuten. So, wir haben doch ein bisschen länger gestanden, weil wir noch bei McDonald's einen Kaffee getrunken haben. Und das hat insgesamt 25 Minuten gedauert. Jetzt haben wir 94% im Akku, wieder 200 Kilometer Reichweite. Das schaffen wir jetzt natürlich in einem durch und dann melde ich mich wieder, wenn wir in Lübeck bei der Jus GmbH ankommen. Hier sind wir also. Jürs, der Kollisionsspezialist. Moin Michael, da ist er ja schon. Moin. Hi, grüß dich. Na? Corona-Gruß. Wie sieht's aus bei dir? Ich hab dir ein Auto mitgebracht. Ja, das ist schön. Sag, hört man mich überhaupt mit deinem Mikro? Ja, ich hoffe. Ich muss ein bisschen lauter reden. Ja, wir haben ja schon mal darüber geredet. Ne? Ist ja gut. So laut, das brauchst du auch nicht. Ich habe auch mal meine Kamera mitgebracht, falls ihr was drehen wollen heute. Ja, muss alles dokumentiert werden, wie er vorher aussah und wie er hinterher aussieht. Ne? Move Electric, siehst du, das habe ich doch gar nicht gesehen an deinem Nummernschild. Prima. Ja, das ist neu, besser gesagt. Hat mir ein Abonnent geschenkt. Ey, das ist ja auch cool. Ja, wir haben ja bei dir so schön gegrillt. Warte. Und wir haben ja so schön bei dir gegrillt und haben ja uns dein Auto angeguckt und beschlossen, was wir machen. Und ja, jetzt ist es soweit, ne? Jetzt ist der Sommer vorbei, es ist Herbst. Ich bin von der Kur weg und wieder voll im Stress. Voll im Stress, also wirklich. Diese Woche war schlimm. Wir hatten, glaube ich, auch 10 Teslas hier. Echt geil. Also richtig. In einer Woche. Ja, also die bleiben länger. Die bleiben länger. Die bleiben nicht ein bisschen länger so tatsächlich. Aber das war wirklich gigantisch diese Woche.
Und ja, und nun kommt deiner auch noch. Ich lasse den ja eine Woche da, das heißt, du hast ein paar Tage Zeit. Genau. Es ist ja im Prinzip eine minimale Aufbereitung zu machen. Wir hatten, glaube ich, gesagt, vorne die Schürze. Und minimal sag ich, du sagst wahrscheinlich, man müsste das alles neu lackieren. Ja, genau. Wir lackieren jetzt die Haube neu. Die Haube? Hattest du das nicht? Mir war so. Du hast irgendwie einen Kostenvoranschlag gemacht. Ja. Du musst das tun, was da drauf steht. Genau, das mache ich. Und das war meiner Meinung nach die Haube, die Stoßstange und die Stelle da hinten am Seitenteil, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe es jetzt nicht dabei, aber ich kann's schon mal aufmachen, hier war irgendwas, da war irgendwas. Ja, ne? Das ist ja mit der Stoßstange dann. Genau, das geht aber noch hier ein bisschen rüber, vielleicht kann man das ein bisschen polieren oder so. Und diese dann Ecke hier da. Das da, ne? Ja, da ist eine kleine Ecke. Ja. Ja, das war's eigentlich, ne? Genau. Und dann eine Keramikversiegelung. Genau. Ordentlich aufpolieren. Und macht ihr eigentlich auch Felgen? Ja. Weil ich habe nämlich hinten, das ist neu, leider. Da habe ich einen Bordstein geküsst. Oh ja. Und wo ich es gemacht habe, habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, das war hart. Und naja, man sieht es ja, ja auch. Ja, ne? Man sieht es. Ja, das kann man in der Tat einmal neu lackieren. Ja, wenn du noch Zeit hast, das können wenn wir nicht, machen. Dann ist das egal, dann mache ich das, wenn ich die Winterreifen aufziehe. Ja, sehr schön. Ja, Mensch, Jens. Du meinst, bis Freitag kriegst du das hin, nächste Woche? Sollte, wenn nicht, ruf ich dich an. Ja, dann habe ich noch länger kein Auto. Vielen Dank auch. Hättest ja Leihwagen haben können, du wolltest ja nicht. Nee, ich habe ja, meine Frau hat ja jetzt auch einen Leihwagen. Sie hat ja ihr die Zoe verkauft. Ja, das habe ich gesehen. Und wir haben jetzt einen Ioniq, mit dem bin ich auch hergekommen. Hm. Mit, ich dachte, das wäre dein Ioniq. Nee, Patrick hat meinen Model S gefahren und der Ioniq ist ein Leihwagen, also ein Mietwagen von EV4Rent sozusagen, also Jan Seetsch aus Hamburg. Ja. Der hat mir ein super Angebot gemacht, konnte ihn nicht ausschlagen. Ja. Aber jetzt Langzeitmiete Langzeitmiete, zwei Monate. Okay. Ja, Michael. Ja, eigentlich sollte eine Woche lang, wenn wirklich, ist ja nur mal Handwerk, wenn wirklich was schief gehen sollte, dann melden wir uns natürlich, aber eigentlich müssten wir das hinkriegen. Ja, super. Ich freue mich tierisch drauf. Ich bin echt gespannt, wie der Wagen dann aussieht. Und anders ich erwarte ja nichts Besseres, also nichts anderes als einen Neuwagen. Ja, genau, war klar. Den Anspruch haben natürlich alle. Aber was willst du sagen? Meine Lackqualität geht eigentlich noch, ne? Für ein 4 Jahre altes Auto. Ja, hatten wir ja im Sommer schon mal geguckt. Ne? Ich kann es dir nachher wirklich sagen, wenn wir den auf diesem beleuchteten Arbeitsplatz haben. Ne? Da kann ich das dann wirklich sehen. Genau, ja super. Ja, schön. Okay, ja, also, gute Fahrt, Michael. Zurück. Ich muss arbeiten, Jungs, Mensch. Tschüss. Ciao. Mach's gut. Ja, ich bin gespannt, was der Michael aus meinem Auto dann machen wird. Und in einer Woche, am nächsten Freitag, hole ich ihn ab. Und da seid ihr natürlich wieder dabei. Oh, das ist böse, lieber Jens. Deine Karre sieht aber aus, alter Verwalter. Überall Kratzer, Kratzer, Kratzer. Aber wenn du das Auto abholst, sieht er aus wie neu. Freu dich drauf. Ja, wie schnell doch so eine Woche vergeht. Jetzt haben wir schon wieder Freitag und wir fahren jetzt den Wagen abholen. Und das ist wirklich der Wahnsinn gewesen. Der gute Michael hat mir quasi täglich irgendwelche Insta-Stories und Videos geschickt, was sie jetzt gerade mit dem Wagen anstellen. Also die Vorfreude ist riesig und ich bin sowas von gespannt, wie der Wagen gleich aussieht. Aber gut, erstmal müssen wir 2 Stunden hinfahren, machen wir wieder mit dem Ioniq hier einmal im Rade kurz laden, Kaffee trinken und dann sind wir gleich da. Achtung, fertig und... Und schon bin ich bei Michael Schamberg in Lübeck auf dem Hof. Ist das nicht Wahnsinn? Und du sagst, mein Auto ist gerade fertig geworden, just in time. Ja, ich habe ja, du erinnerst dich, ich habe ja versucht, das noch so hinzudeichseln, dass du ihn erst nächste Woche abholst, weil wir haben so viele Teslas, dass meine Jungs ein bisschen überarbeitet waren. Und dein Auto war schlechter als gedacht, leider. Ja, also Frankreich-Urlaub. Hat das doch mitgenommen, ja? Ja, das hat länger gedauert als geplant, aber wir haben es natürlich hingekriegt. Ganz herzliches Dankeschön an meinen Mitarbeitern, die dafür Überstunden gemacht haben. Die der Jens Züppel natürlich auch bezahlt. Ich muss dringend weg, ich habe Termine. Hauptsache, er hat wieder seine Funkhaube.
Scheiße, die haben wir vergessen. Die Haube müssen wir noch mal lackieren. Ja, okay. Da steht das. Wow, ein ID3. Das habt ihr ja super hingekriegt. Ach nee. Ja, boah, ey. Ey, ich bin sprachlos. Was ist das denn für geiles Zeug? Das ist ja, da kann man sich drin spiegeln. Also, ich würde sagen, du hast das Versprechen, dass ich hinterher einen Neuwagen bekomme, mehr als erfüllt. Ja. Also ich glaube, der Wagen sah nicht so gut aus, wie er aus dem Werk kam. Also niemals. Das sieht ja besser als neu. Das ist so, weil das ist aber immer so bei Neuwagen. Wir kröpfen wirklich ja die originale Werksnarbe. Auch an dem ID3 sieht man jetzt eine gewisse Narbe im Lack. Und mit speziellen Schleifpolituren und einer speziellen Poliermaschine mit Schleiftellern kröpfen wir quasi, also wir machen die Originallackierung dadurch glatter. Noch glatter, ja. Und dann kommt nachher diese doppelte Keramikbeschichtung drauf und dadurch kommt dieser Tiefenglanz und dadurch wirkt er viel glatter. Das hast du einfach vorher nicht, ne? Ja. Und dieser ganz jetzt seltene Lack Obsidian Schwarz Metallic bei Tesla, der sieht ja nun auch nochmal doppelt brillant jetzt aus, ne? Weil er ja noch Metallic Lack ist. Also ja. Das ist geil, wirklich geil. Ja. Das ist der Mann der Stunde, ne? Das ist Mr. Keramikversiegelung persönlich. Hast du super gemacht. Danke. Also, das sieht ja echt wahnsinnig aus. Der Wagen sieht aus, als hättest du den komplett neu lackiert. Gib's doch zu, du hast den insgeheim komplett neu lackiert. In Wirklichkeit, ja, haben wir gemacht. Ja. Nein, natürlich nicht. Das ist der Hammer. Haben wir poliert. Ich glaube, er sagte gestern, wie viele Stunden? 15 Stunden? Was hast du gesagt? Ungefähr 15 Stunden. Muss mir den mal von hinten angucken. Poliert. 15 Stunden poliert, ihr habt doch den Schuss nicht gehört. Ich finde das einfach klasse, deinen zerschrumpelten Lack hier, der kam so an. Also, und jetzt, sag ich mal, hast du... Also du hast mir ein Video geschickt mit einer Insta-Story und gesagt, der Lack ist tot. Ja, das kommt... Also da hast du jetzt aber eine ordentliche Mund-zu-Mund-Beatmung hingekriegt, dass das Ding wieder lebt. Ich mein Mitarbeiter. Ganz klasse. Ich konnte dem immer nur motivieren, weiterzumachen. Komm, gib nicht auf. Echt toll. Na. Ganz klasse. Das ist für mich auch immer der schönste Moment, die Übergabe der Autos. Wenn du das Glänzen in den Augen der Kunden siehst, das ist so wie Weihnachten. Ja. Ne? Das ist tatsächlich so. Ja, klasse. Ja, Michael, ja, ich bin begeistert. Ich danke dir total. Ja, meine Sekretärin hat die Rechnung fertig. Jetzt kommt mein großer Part. Ja, jetzt hast du das Leuchten in den Augen. Ich sehe das schon. Aber sehr gerne. Ganz ehrlich, also wenn ihr das Video jetzt seht, ihr habt ja gesehen, was das für eine tolle Arbeit ist hier. Und also falls ihr noch nicht in Erwägung gezogen habt, euch mal hier zu melden bei der US GmbH mit eurem Auto, macht es, weil die leisten hier Spitzenarbeit. Ich habe, glaube ich, noch nichts Besseres gesehen. Und ich habe meinen Wagen schon mal polieren lassen vor über einem Jahr vom Aufbereiter. Das ist echt gar kein Vergleich, muss ich sagen. Also was hier geleistet wurde, auch mit der Keramikversiegelung, Hammer. Dazu habe ich nochmal eine Stellungnahme. Aufbereiter, genau. Wenn ihr auch nicht zu mir kommen wollt, einfach irgendwo anders hingehen wollt, ist ja auch okay. Aber achtet dann darauf, das ist wirklich ganz wichtig. Diese Theorie habe ich mir mit jemandem zusammen erarbeitet. Es gibt die klassischen Detailer, die, also da kriegst du, sag ich mal, ein Porsche oder ähnliches, bringst du dorthin, auch in diesen Neuwagen, und die arbeiten den auf, den Lack, so ähnlich wie wir es bei dir gemacht haben. Die nehmen aber pro Auto zwischen 3.500 und 7.000 Euro. Neuwagen. Ja. Dann gibt es die Aufbereiter, da bezahlst du wahrscheinlich 500, 600. Genau. Und dann gibt es uns. Und uns, da ziehe ich auch einige andere Lackierereien mit rein, wir sind Handwerker. Wir sehen das als Handwerk. Die Detailer sehen es als Kunst. Wir haben klassisches Handwerk, aber eben vernünftig. Mhm. Und der Aufbereiter, ganz vorsichtig ausgedrückt, sag ich mal, Hauptsache das Auto glänzt im ersten Moment schön. Was nach 3 Monaten ist, ist dann schon wieder egal. Ja. Und deswegen, wie so oft im Leben, dieser goldene Mittelweg, das ist meiner Meinung nach genau der richtige. Mhm. Ne? Und deswegen klassisches Handwerk, keine Verliebtheit, aber auch kein Futsch. Das ist so das, und ich finde, das trifft es hier auf den Punkt. Absolut, ja? Kann ich nur bestätigen.
Und ja, ihr habt es gesehen und deswegen ruft hier an und dann wird euer Auto auch so glänzen. Jetzt musst du gleich Werbevideo draufschreiben. Ja, das ist sowieso Dauerwerbesendung. Ja, also ich freue mich, dass ihr dabei wart und wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, nicht vergessen, Daumen nach oben geben und meinen Kanal abonnieren. Und dann machen wir uns jetzt gleich auf dem Rückweg, meine Frau Nasilla und ich. Aber vorher schauen wir mal kurz beim Uwe vorbei. Kannst du neben Kohlebunker stellen. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.